Verordnungen, Entwürfe, Regelungen aus Brüssel, die sind oft ziemlich weit weg, haben wenig mit unserem Alltag zu tun oder fühlen sich zumindest so an. Das Bürokratendeutsch ist ziemlich schwer verständlich. Beispiel: die geänderte Grünlanddefinition. Klingt ziemlich seltsam, gibt's aber wirklich. Vielleicht gerade mal was Neues für Landwirte, aber was haben bitte wir damit zu tun, könnten Sie jetzt sagen? Eine ganze Menge, denn jeder von uns will sauberes Trinkwasser und deshalb geht es auch jeden von uns ganz direkt etwas an. Der Göttinger Landwirt Henning Bunzendahl gehört zu den Bauern, die verantwortungsvoll mit der Umwelt umgehen wollen. Vor allem legt er viel Wert auf sauberes Trinkwasser. Seit 5 Jahren lässt er auf einigen Ackerflächen Gras wachsen, wollte durch einen Verzicht auf Dünger eine Belastung des Grundwassers hier in diesem Wasserschutzgebiet vermeiden. Doch eine aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zwingt ihn jetzt, damit Schluss zu machen. Pflügt er sein Gras jetzt nicht unter und baut Mais an, verlieren die Flächen dauerhaft an Wert. Denn Ackerland, auf dem länger als 5 Jahre nur Gras wächst, darf danach kein Acker mehr sein. Es bekommt den Dauergrünlandstatus. So heißt das im Bürokratendeutsch. Das Ackerland ist hinterher die Hälfte wert, nur wenn es Grünlandstatus bekommt. Wegen einer Definitionsfrage auf den Umweltschutz zu verzichten, geht Landwirten bundesweit kräftig gegen den Strich. Sie können da nur den Kopf schütteln. Alle finden das idiotisch im Grunde genommen und keiner tut was dagegen, dass wir jetzt mit diesen Geräten auf den Flächen rumfahren müssen. Das ist schon schade. Eigentlich geht das gar nicht. Aber was sollen wir machen? Es bleibt nichts anderes über. Ja. Nur um den Wert seines Bodens dauerhaft zu erhalten, muss Bunzendahl jetzt Mais anbauen. Der muss gedüngt werden, mit allen Folgen für das Grundwasser. Überschüssige Nährstoffe, die die Pflanzen nicht aufnehmen können, kommen als Schadstoffe im Wasser an. Nitrat erreicht schließlich die Brunnen der Wasserwerke. Im menschlichen Körper wird Nitrat umgewandelt und gilt als krebserregend. Sven Dörte ist bei den Göttinger Stadtwerken für das Trinkwasser zuständig. Er ist stolz, dass er den Nitratgehalt in den letzten Jahren senken konnte. Durch eine Wasserschutzkooperation mit den Landwirten. Wir würden in Göttingen weiterhin so nitratarmes Wasser gern liefern. Wir haben viel erreicht mit den Landwirten. Das steht auf dem Spiel. Wir fragen Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer. Kann er das Ganze stoppen? Es ist eben eine EU-Regelung. Da, wo es Landesregelungen gibt, Spielräume gibt, da nutzen wir diese im Sinne der Umwelt und der Landwirte. Aber wir würden sonst Anlastung kriegen oder die Landwirte würden Strafzahlungen der EU kriegen und würden Abzüge bei ihren Subventionen kriegen. Denn wir können uns nicht über die geltende EU-Rechtslage hinwegsetzen. Seit der Grünlandentscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Herbst 2014 sind nach Schätzungen des Bauernverbandes bundesweit mehrere hunderttausend Hektar Grünflächen wieder umgepflügt worden. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass es insgesamt nur fast 7 Millionen Hektar Grünflächen gibt. Das tut einem wirklich ein bisschen weh, so ein Blödsinn. Aber es hilft ja nichts. Auf europäischer und Bundesebene wird jetzt versucht, gegenzusteuern. Doch für viele Äcker kommt das zu spät.